Vielen, vielen herzlichen Dank für die Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Anhand meiner Meldungen, denen ich habe unten auf Herrn Ministerpräsidenten gewartet, dass hier eine heiße Diskussion entbrannt ist. Ich denke, das Schlusswort entsprach der grundlegenden Situation. In der Tat ist es richtig. Unter demokratischen Bedingungen muss man nicht mit jedem in allen Punkten einverstanden sein. Und das ist auch richtig so. Nun, ich darf ins Deutsche wechseln, der Höflichkeit halber. Hochverehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Stoiber, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie diesen Weg auf sich genommen haben. Und ich glaube, das ist beinahe heldenhaft, was Sie hier getan haben. Ein wahrer Freiheitskämpfer, der sich trotz Streik, trotz Streichung der Flüge sich durchgeschlagen hat von München bis nach Budapest in so kurzer Zeit. Die heutige Konferenz war eigentlich so geplant, dass Sie beginnen werden. Aber ich meine, die Flexibilität, die wir heute hier vorweisen konnten, wird auch zeigen, dass Sie diesen heutigen Tag auch sehr schön abrunden können. Ich habe hier schon mal erwähnt, dass Sie Innenminister des Freistaates Bayern waren zu der Zeit, also ein Zeitzeuge aus sicherheitspolitischer Sicht. Aber was Sie natürlich ganz besonders auszeichnet, das ist Ihre große Freundschaft zu Ungarn. Ich erinnere an Zeiten, wo wir die Andrássy-Universität gegründet haben, wie viel Sie dafür getan haben. Und es war immer zu spüren, dass Sie eine Zuwendung in Richtung Ungarn haben, weit über die bayerisch-ungarischen Traditionen hinaus. Deshalb freuen wir uns, dass Sie da sind. Wir danken nochmal der Hans-Seidel-Stiftung, dass das ermöglicht worden ist. Ich danke auch dem Generalkonsul Gábor Tordai-Lajkó, dass er das in München so intensiv mit eingefädelt hat. Und Herr Ministerpräsident, jetzt freuen wir uns sehr auf Ihre Worte. Sie haben das Wort. Herr Brühle, lieber Jörg, lieber Martin Kastler, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Abend, dass wir das noch möglich machen können zu dem großen Ereignis. Und ich habe ja gerade noch die letzten Streitpunkte, wie man das sieht, miterlebt. Und natürlich, man ist Zeitzeuge. Ich habe den Abend des 9. November beziehungsweise den 10. November war ich als bayerischer Innenminister bei meinem Kollegen, dem ungarischen Innenminister Horvath damals, und war bei dem Außenminister Kovács, mit dem Staatssekretär, mit dem ich an diesem Tag durch Budapest ein Stück gewandert bin. Und ich werde darauf dann noch zu sprechen kommen. Aber das ist jetzt eine schwierige Situation für jemanden, der sozusagen ein bisschen so in den Grundsatz hineingeht. Aber ihr habt natürlich heute schon die ganze Thematik unter den verschiedensten Gesichtspunkten gewürdigt. Ich versuche das mal ein bisschen zu komprimieren. Also ich bin froh, dass ich um 11 Uhr, ich habe um 10:30 erfahren, dass die Maschine gecancelt wird. Tordai-Lajkó und ich standen am Flughafen in München und was machen wir jetzt? Und dann sind wir halt mit dem Auto hergefahren, auch mit der Hilfe des Generalkonsuls und der ungarischen Regierung ist das dann einigermaßen gegangen. Und
Das ist für mich schon auch ein Anlass, der das wirklich auch rechtfertigt, alle Mühen auf sich zu nehmen und mit Ihnen zu sprechen und auch diese Zeit zu begehen. Diese Zeit der deutschen Einheit, die ja für die Deutschen eine besondere Bedeutung hat, aber natürlich nicht nur für die Deutschen, denn es ist natürlich eine Wiedervereinigung Europas. Das darf man nie vergessen und wir stehen ja heute vor den großen Herausforderungen. Was machen wir mit Europa? Und wir haben ja heute eine völlig neue Diskussion durch das Interview von Macron im Economist, der nun harsch mit der NATO umgeht und natürlich auch deutlich macht, wenn Europa keine Weltmacht wird, wird es verschwinden. Das ist natürlich ein Satz, den man bisher so noch nicht in Westeuropa, noch dazu von einem französischen Präsidenten hört, dem die Bundeskanzlerin heute widersprochen hat. Also das wird hochinteressant, aber es wird jetzt demnächst auch zum Punkt kommen. Aber da vielleicht dann später noch ein bisschen mehr dazu. Ja, die Stiftung, ich will einfach auch der Stiftung meine große Referenz erweisen. Die Stiftung leistet hier in Budapest eine gute, eine großartige Arbeit und das ist ein wichtiger Träger der ganz besonderen bayerisch-ungarischen Freundschaft, die besteht, auch wenn es hin und wieder Irritationen gibt, aber diese Freundschaft ist zwischen Ländern und die ist eine Grundvoraussetzung auch für die Entwicklung unserer Länder beziehungsweise natürlich auch Europas. Es war eine richtige und weitsichtige Entscheidung, an der ich damals auch beteiligt war, im Vorstand der Hans-Seidel-Stiftung, unmittelbar nach Gründung der neuen Republik Ungarn 1990, also vor fast 30 Jahren, mit der Hans-Seidel-Stiftung nach Budapest zu gehen. Und natürlich, Frau Schrader, wir feiern heute, auch wenn das vielleicht nicht überall so zu spüren ist, wie wir das gerne hätten, wir feiern heute in diesen Tagen ein Hochamt der Freiheit. Vor 30 Jahren haben sich der Osten, aber ich gehe mal auf den Osten Deutschlands, die Ereignisse überschlagen. Eigentlich war vielleicht der entscheidende Tag der 9. Oktober. Der 9. Oktober 1989, einen Monat vor dem Fall der Mauer, demonstrierten erstaunlicherweise auf einer genehmigten Demonstration in Leipzig 70.000. Und sie demonstrierten für ein offenes Land. Und damals war die Gefahr, denkt man nicht daran, die Gefahr gewaltsamer Ausschreitungen war ungeheuer groß. Es ist vielleicht auch eine Fügung des Schicksals, oder wir können dankbar sein, dass kein Schuss gefallen ist, dass kein junger Polizist der FOPO durchgedreht hat. Und es war eine dramatische Situation. Aber die hatte ja eine Vorgeschichte, die muss man dazu nennen. Das ist der 17. Juni 1953, an dem die Arbeiter der damaligen jung gegründeten Republik, der Deutschen Demokratischen Republik, gegen die wirtschaftliche Not, gegen die hohen Normen, gegen eine unzureichende Versorgung und natürlich letztlich für die Freiheit streikten. Aber dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Aufstand ist niedergeschossen worden von der Roten Armee. Diese, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Zeit muss man sich vor Augen halten. Dann kommt natürlich ein weiteres Datum, das Europa gewaltig psychologisch geprägt hat. Und da ich das ja selber erlebt habe, will ich es dir nur weitergeben.
Das ist der Freiheitskampf in Ungarn. Das ist das Jahr 56. Dieser Mut, den Tausende von Menschen in Budapest hatten, der geballten Sowjetmacht entgegenzutreten. Und das war ein historischer Einschnitt, auch für Deutschland und für Europa in der Nachkriegszeit. Dieser Freiheitskampf hat länger gedauert als der in Leipzig und Berlin. Ich meine jetzt von den Tagen her. Und viele ungarische Flüchtlinge kamen ja nach ganz Europa, in die Vereinigten Staaten. Und sie haben natürlich eine hohe Zuflucht gefunden in Bayern und wurden herzlich aufgenommen. In Burgkastel haben wir ein ungarisches Gymnasium errichtet, das von 1958 bis 2006 gelebt hat und natürlich Ungarn und Bayern ein Stück weiter zusammengeführt haben. Natürlich kann man nicht vergessen, weil das ja, und kam ja in diesen Worten auch zum Ausdruck, dass das eine europäische Angelegenheit war. Die Gründung der Solidarność, 80er Jahre, der polnische Papst, der natürlich einen ungeheuren Einfluss auf diese ganze Entwicklung nahm, ohne dass er dazu immer wieder aufrief. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nur sagen, diese heldenhaften Versuche, sich die Freiheit zu erkämpfen, die man natürlich durch die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, der Freiheitswille der europäischen Völker war nie gebrochen. Und mit Michail Gorbatschow setzte natürlich eine ungeheure Entwicklung ein, die man sich nicht vorgestellt hatte. Welche unglaubliche Entwicklung sich damals vollzogen hat, wird bei meiner Erinnerung an das fast dreistündige Gespräch im Kreml Franz Josef Strauß und Michail Gorbatschow, ich damals als Leiter der Staatskanzlei und linke und rechte Hand von Strauß dabei mit Theo Weigel und mit Gerold Tandler. Das hat natürlich auch in der Bewusstseinslage bei uns etwas geändert. Und ich werde nie vergessen, weil es eine Herausforderung für den Dolmetscher war, als Michail Gorbatschow erklärte, wie er Glasnost und Perestroika verstünde. Und daraufhin hat Strauß, damals mit Mann der direkten Aussprache, gesagt: Verzeihen Sie, Herr Generalsekretär, aber der Versuch, den Kommunismus durch Glasnost und Perestroika zu modernisieren, das ist wie das Rösten von Schneebällen. Ich erinnere mich deswegen, und der Dolmetscher, bis Gorbatschow das Russisch voll verstanden hat, waren drei Übersetzungen notwendig. Und ich sage mal, der Visionär Strauß hat mit dem, was er in dieser unnachahmlichen Formulierung zum Ausdruck bringen wollte, natürlich auch Recht behalten. Das zeigte der dramatische Zerfall. Wir haben das gerade nochmal, das war der Urgrund der Sowjetunion und ein paar, zwei Jahre nach dem Gespräch. Aber wie fern, wenn man sich das im Rückblick, das war 87, das war 27. Dezember 87, am 9. November 89 ist die Mauer gefallen. Als in diesem Gespräch die Wiedervereinigung Deutschlands, die Wiedervereinigung Europas von Strauß angesprochen worden ist, wurde auch der sympathische Michail Gorbatschow ganz eisig und hat gesagt: Ferne Geschichte. Da brauchen wir gar nicht darüber reden. Ihr Deutschen hattet eine Chance, Stalin-Note 52. Wo Stalin gesagt hat, ihr könnt euch Wiedervereinigung, aber natürlich neutral und unter dem Siegel des Sozialismus und des Kommunismus. Ist damals nicht angenommen worden und Gorbatschow hat sofort auf diese Note hingewiesen und gesagt, da hattet ihr eure Chance. Aber es kam dann ja, wie Sie wissen, am 9. November die zweite Chance. Und meine Damen und Herren,
trotz Glasnost und Perestroika. Bis November 1989 war der öffentliche Protest gegen das Sowjetregime brandgefährlich. Aber Ungarn war der Vorreiter. Ich weiß noch genau, wie beeindruckt ich war, als ich als Innenminister und stellvertretender Vorsitzender CSU gelesen habe, dass es im 16. Juni 1989 auf dem Heldenplatz hier in Budapest eine Massenveranstaltung mit 250.000, 300.000 Menschen war. Und das war 88 oder 89, das war natürlich nicht ungefährlich. Und damals sprach der junge Fidesz, ich kannte den natürlich nicht, der junge Fidesz-Vorsitzende, Viktor Orban, die Hauptrede. Und damals natürlich der Freiheitswille der Ungarn kam in dieser Rede und natürlich in dieser ganzen Veranstaltung so massiv zum Ausdruck. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist natürlich ein Tag oder eine Veranstaltung, die ich nie vergessen werde. Ich habe dann daraufhin, weil mich das interessiert hat, mit diesem jungen Mann Verbindung aufgenommen und ihn kennengelernt. Aus dieser Zeit stammt natürlich sozusagen mein persönlicher Kontakt auch zum Ministerpräsidenten, weil natürlich die Debatte damals um die Freiheit ging und natürlich um die Freiheit jetzt in einem anderen Sinne, als wir sie vielleicht heute diskutieren, im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit in Europa und Freiheitswille und Individualität und was sind die Grundlagen der Europäischen Union. Sie kennen die Debatte, brauche ich hier nicht vertiefen. Damals, und das ist natürlich den Osteuropäern insgesamt, sie haben ihre Freiheit in besonderer Weise zunächst einmal definiert gegenüber der Diktatur, gegenüber der Sowjetunion. Und das ist die Grundlage. Wenn man die Handelnden verstehen will, die Länder verstehen will, dann muss man sich auch damit auseinandersetzen, was vielleicht nicht alle in der westeuropäisch dominierten Europäischen Union tun. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, am 2. Mai, wir haben natürlich noch die Hinrichtung von Nord 56. Wir haben das alles miterlebt. Münchenti, wie das war, welche Härte sozusagen das sowjetische System, das kommunistische System zum Ausdruck gebracht hat. Und bereits am 2. Mai, das darf man nie vergessen, auch bei allen Debatten zwischen den einzelnen Ländern der Europäischen Union. Am 2. Mai 1989 hatte die ungarische Regierung die Befestigungsanlagen an der ungarisch-österreichischen Grenze abbauen lassen. Und am 27. Juni durchtrennten Gyula Horn gemeinsam mit seinem Amtskollegen Alois Mock aus Österreich symbolisch den Stacheldraht. Und der 19. August Sopron, das paneuropäische Picknick, eingeleitet von dem CSU-Abgeordneten Otto von Habsburg. Das war sicherlich eine entscheidende Weichenstellung für die Freiheit der Menschen in der DDR und in den anderen Ländern des Warschauer Paktes. Und Hunderte von DDR-Bürgern nutzten damals überraschend, weil sie es ja zunächst nicht glauben konnten, dass das offen ist. Es war ja nur kurze Zeit offen. Nutzten damals diese Gelegenheit, unbehelligt über die Grenze nach Österreich zu fliehen. Nur 3 Wochen später öffnete Ungarn seine Grenzen für alle DDR-Flüchtlinge und leitete damit das Ende der Spaltung ein. Und als Politiker der jüngeren Generation damals war ich auch von dieser Entwicklung ungeheuer beeindruckt. Auch der Sommer, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sommer 1981 wird mir, um meine Affinität zu Ungarn auch zu unterstreichen, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Damals besuchte, oder ich muss es anders sagen, meine Gedanken gehen natürlich zurück in das Jahr 80,
als ich gemeinsam mit Franz Josef Strauß nach Budapest reiste und den großen ungarischen Patrioten persönlich zum ersten Mal kennenlernte, Josef Antal. Für Antal und Strauß, die beide in großen Zusammenhängen dachten, war es damals schon klar, dass Ungarn genauso wie im kommunistischen System des Ostblocks, hat ja Ungarn auch eine gewisse Sonderrolle gespielt, ein entscheidender Hebel sein würde. Auch der Sommer 81 wird mir in Erinnerung bleiben. Die Fraktionsspitze mit Ministerpräsident Strauß traf Ungarns starken Mann Janos Kada, Generalsekretär der ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei. Direkt neben ihm, in Reihe 1, war der Generalsekretär der CSU platziert. Franz Josef Strauß wurde in die zweite Reihe gesetzt. War mir äußerst unangenehm, aber ich habe dann erst, naja, klar, mein Generalsekretär in der kommunistischen Partei war natürlich immer der Erste und so sind die formal halt vorgegangen. Da der Generalsekretär, da der General. Man erinnert sich daran, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da sozusagen damals Form und Inhalt war. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, eine ganz persönliche Erfahrung mit Ungarn dann am schicksalshaften 9. November. István Horváth, ich habe es erzählt, László Kovács, Staatssekretär, später Außenminister, später dann Kommissar in der Barroso-Kommission, der Vertreter Ungarns in der Europäischen Kommission. Da diskutierten wir natürlich auf den Straßen Budapests im privaten Gespräch, wie es weitergeht. Lange vor dem Internet und vor dem Handy war das ein bisschen komplizierter, alle Nachrichten so zu haben, wie man das heute gewohnt ist. Aber die Nachricht hat mich, ehrlich gesagt, viel zu spät erreicht, also am Tag darauf. Aber Sie können sich vorstellen, wie mir und uns dies elektrisiert hat und emotional aufgewühlt hat. Und damals hatte ich mit Antal über die so radikale neue Lage in Ungarn, in Deutschland, Ungarn und Europa gesprochen. Und dabei war völlig klar, Ungarns angestammter Platz gehört in die Mitte eines vereinten Europas. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das mal auch für meine Partei sagen, ich bin Ehrenvorsitzender der CSU. Wir sind immer davon ausgegangen, dass die deutsche Teilung als Schlüssel für die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas überwunden werden kann. Sie hat sich von allen Parteien am intensivsten für die Wiedervereinigung eingesetzt. Und man muss sich das immer, deswegen muss ich das immer vorstellen. Du bist Parteivorsitzender, du heißt Franz Josef Strauß, du hast ein Image. Du gehst gegen den Grundlagenvertrag der DDR mit der Bundesrepublik Deutschland und der Willy Brandt als Kanzler, du gehst gegen diesen Grundlagenvertrag mit dem letzten Mittel, was man hat, mit dem Bundesverfassungsgericht vor. Und dieses Urteil, das Strauß gegen Haltung beweisen, gegen alle Widerstände, er ist dafür weder im Westen, vielleicht noch am meisten in Amerika, aber in London und in Paris kritisiert worden. In Berlin und in Bonn damals sowieso. Natürlich in allen osteuropäischen Staaten. Es war die Störung der Entspannungspolitik, wie man sie damals verstanden hat, die sicherlich vieles Gutes bewirkt hat, will ich gar nicht sagen, aber man muss sich zurückversetzen. In einer solchen Zeit, ich will immer wieder deutlich machen, es ist, kommt immer auch auf den Mut an, Dinge anzupacken, die nicht risikolos sind. Und nur dieses Urteil, das dann gekommen ist, und an die Mitglieder der CSU, Oliver Jörg, will ich nur sagen, damals fand sich kein Mitglied der bayerischen Staatsregierung, diesen, den Freistaat Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten. Das musste der Herr Ministerialdirektor machen, der oberste Beamte. Aber das nur am Rande, Geschichte.
Und er hat natürlich dann vom Bundesverfassungsgericht mit Egon Bahr gerungen. Und dann kam am Ende raus, dass die Verpflichtung zur Wiedervereinigung im Grundgesetz steht und die bestimmte Folgen hat, eben nicht die Anerkennung der Staatsbürgerschaft, einer doppelten Staatsbürgerschaft sozusagen in Deutschland. Das war natürlich ein epochales Urteil, das natürlich ganz genau gegen die Initiatoren der Entspannungspolitik damals gegangen sind. Dies war mit einer Voraussetzung, dass dann 1989 sozusagen die Entwicklung so eingegangen ist. Denn natürlich Deutschland als großes Land in der Mitte Europas war natürlich immer das entscheidende Land, weil es natürlich unmittelbar geteilt war. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte das einfach nur darlegen. Ein glühender Verfechter. Wir haben immer deutlich gemacht, für uns ist Europa mehr als die Europäische Gemeinschaft. Nicht die EWG ist das Ziel. Nicht die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, nicht die Europäische Gemeinschaft. Die freien Völker unseres Kontinents gehören ebenso dazu wie die ihrer Freiheit beraubten Völker und Volksgruppen im Osten und im Südosten. Und deshalb ist es Pflicht der freien Europäer, sich stets immer für die Verantwortung für die unfreien europäischen Mitbürger bewusst zu sein. Und deswegen ist natürlich auch die Freiheit Europas unteilbar. An dieser Position hat sich die CSU auch bis zur Wende 89, 90 konsequent festgehalten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen haben wir auch, das ist ja auch jetzt der Punkt, das war damals nicht so ganz verständlich, wieso Franz Josef Strauß auch als Ministerpräsident zu Ceausescu gefahren ist, zu Kadar gefahren ist, zu Schiffkopf gefahren ist, mit denen gestritten hat. Ich erinnere mich noch dabei, Schiffkopf, das war der längstens amtierende Ministerpräsident Bulgarien, 25 Jahre, als Strauß ihm öffentlich erklärt hat, der Kommunismus hat keine Zukunft. Dann hat am Ende Schiffkopf keine Antwort mehr darauf gewusst. Dann ging das natürlich auch zu Ende. Das heißt, den Kontakt mit den Südosteuropäern war den Bayern immer sozusagen auch eine Herzensangelegenheit. Ich brauche gar nicht die Gisela nennen, ich brauche nicht die Schlacht von Lechfeld hier zitieren, 955. Diese Dinge sind feststehend und die haben sozusagen, ohne dass die Menschen das täglich hören oder lesen, verändert natürlich, hat natürlich ihr Bewusstsein geprägt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, auch aus ideologischen Gegnern von gestern sind heute Freunde geworden. Seit 1989 sind wir bei der Schaffung eines vereinten Europas schon weit gekommen. Seit 2004 ist Ungarn zusammen mit den anderen 8 osteuropäischen Staaten in der Europäischen Union. Für manche ist, wenn ich das mal so sagen darf, das ist ja auch eine Diskussion, die Sie hier führen, die europäische Wiedervereinigung erst abgeschlossen, wenn es die Vereinigten Staaten von Europa gibt. Diese Haltung war und ist immer noch in Westeuropa weit verbreitet. Und so sind natürlich auch viele dem Grundsatz Ever Closer Union, eine immer vertiefendere Union, die dann am Ende zu einem Staat Europa führt. Das sind Debatten, die wir seit Jahrzehnten führen und die immer wieder aufkommen. Ich war immer der Meinung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das hier ansprechen, dass diese gewachsenen Nationen, deswegen habe ich immer zu Helmut Kohl gesagt, wenn du sagst, das ist Vereinigten Staaten von Europa nach der Maßgabe der Vereinigten Staaten von Amerika, das kann man nicht vergleichen. Die historisch gewachsenen Länder mit ihrer geschichtlichen Eigenheit, die zusammenzuführen, ist schwieriger als junge Länder, wenn ich das mal so sagen darf, die natürlich noch nicht den Ballast der Geschichte so haben, wie ihn die europäischen Länder hatten. Und ich sage ganz offen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Helmut Kohl hat das im Übrigen
dann in den 90er Jahren nicht mehr wiederholt. Er hat dann gemerkt, dass das nicht zum Ziel führt. Und ich sage ganz offen, zwar ist die Europäische Union mit dem Binnenmarkt in wirtschaftlicher Hinsicht natürlich so etwas wie ein Bundesstaat. Es gibt einheitliche Regeln. Selbstverständlich. Wenn Sie irgendeine Ware produzieren, auf dem freien Markt anbieten, es gibt ja keinen deutschen Markt, es gibt einen europäischen Binnenmarkt, können Sie nicht nach deutschen Regeln. Das hat es mal gegeben, dass sozusagen die Italiener gesagt haben, aber bei uns muss der Blinker da sein und muss die Bremse im Auto da sein und so weiter. Das ist natürlich alles vorbei. Alles einheitlich. Der Verbraucherschutz, der Umweltschutz, die Agrarpolitik, alles natürlich ist sehr stark europäisiert und vergemeinschaftet. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bindung, das sage ich immer, der Franzose Macron ist sicherlich ein guter Europäer, ein Motor. Aber er definiert sich natürlich über Frankreich. Der Ungar, der definiert sich natürlich auch über sein Land, über seine Identität. Man hat eine zweite Identität. Das ist die europäische Identität. Aber diese beiden gehören zusammen und du kannst sie auch nicht auswechseln. Wenn du das zu schnell tust, wie das manche Eliten oder Elitäre immer wieder fordern, machen wir doch alles zusammen und dann entscheiden wir im Europäischen Parlament mit Mehrheit und wie auch immer, dann muss das halt gemacht werden. Stellen Sie sich mal vor, wir würden heute die Frage der Waffenexporte mit Mehrheit im Europäischen Parlament entscheiden, wenn ich das den Deutschen immer wieder sage. Was meinen Sie, was da los wäre? Oder wir würden entscheiden, sozusagen, was Macron jetzt heute fordert. Europa muss eine Weltmacht sein, wenn es nicht verschwindet. Und wir brauchen eine ganz andere militärische Option. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Europäer im Europäischen Parlament würden sozusagen irgendwo einen Einsatz der europäischen Soldaten in Mali oder in der Sahelzone oder in Syrien beschließen. Da reicht das Mehrheitsprinzip nicht, weil da gäbe es Länder, die sagen, da ist die Grenze. Ich habe eine andere Einstellung, die Engländer sind vielleicht ein bisschen anders, die Franzosen ein bisschen anders, die Deutschen aufgrund unserer Geschichte natürlich in diesen Punkten besonders sensibel. Deswegen muss man das immer sehen, wenn man diese Wiedervereinigung Europas braucht, die natürlich dann mit dem Europäischen Parlament einhergeht, dann muss man aber auch die Grenzen sehen. Und ich will das gar nicht weiter ausdehnen. Und wir hatten zum Beispiel darüber eine Riesendebatte. Ich war damals Vorsitzender der Grundsatzkommission und ich habe die Passage, dass die CSU einen europäischen Bundesstaat anstrebt, gecancelt. Es war damals eine Riesenauseinandersetzung. Du kannst dir vorstellen, wer dagegen wen und wie auch immer. Ich will es gar nicht vertiefen, aber am Ende hat dann die überwältigende Mehrheit hat dann gesagt, ja, wir wollen hier sozusagen, die CSU strebt keinen europäischen Bundesstaat an, das steht heute drin, sondern ein Europa der Nationen. Das ist unsere Aussage, die aber die andere Aussage abgelöst hat und bisher ist sie auch nicht verändert worden. Auch Glück hat das nicht verändert und ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Und um nicht missverstanden zu werden, wenn ich über Europa rede, du bist ja immer, wenn du irgendwo in Europa eine Kritik äußerst, wirst du sehr schnell in die Schublade Skeptiker, Europagegner etc. etc. gestellt. Ich sage dann immer, wenn ich jetzt ungarische Politik kritisiere, bin ich deswegen ja nicht gegen Ungarn. Wenn ich in Deutschland die Politik der Bundesregierung hier kritisiere, in dem einen oder anderen Punkt, dann würde keiner sagen, aber du bist gegen Deutschland. In Europa ist man sehr schnell dabei, wenn du irgendwie eine europäische Entscheidung oder Nichtentscheidung kritisierst, die nicht zu einer weiteren Einheit führt, dann wirst du sehr schnell als Europaskeptiker oder vielleicht sogar als Europagegner eingereiht. Natürlich gibt es und gab es Debatten bei Schengen. Lösen wir die Grenzen auf. Natürlich habe ich damals als Innenminister große Bedenken geäußert, weil ich natürlich den Filter aus den Gründen der inneren Sicherheit besorgt habe. Und heute, wir haben zwar Schengen, aber wir haben natürlich eine gewisse Einschränkung des Schengens durch die Flüchtlingssituation, wie wir sie haben. Und natürlich haben wir Grenzen an den Deutsch-Österreich und den Ungarn. Und es gibt halt Grenzen. Und deswegen, meine Damen und Herren,
gibt es natürlich auch immer Fragen, wie weit gehen wir? Und ich will den renommierten deutschen Historiker, einen der Großen der Gegenwart, Heinrich August Winkler, zitieren. Er hat recht, wenn er sagt, Europa kann nicht gegen die Nationen, sondern nur mit ihnen vereinigt werden. Eine von manchen gut gebildeten Kosmopoliten gern verbreitete Europa-Euphorie, die kritische Fragen einfach ausblendet, ist der breiten Bevölkerung, den kleinen Leuten, wenn ich das so sagen darf, nicht so ohne weiteres vermittelbar. Und Europa kann sich nur weiterentwickeln, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass Europa für sie persönlich etwas bringt. Der Wirtschaft wird das gesehen. Europa muss deswegen, wenn ich diesen Freiheitsgedanken, warum ich heute da bin, Europa muss deswegen, das ist ein allgemeiner Satz, den man aber nicht oft genug sagen kann, in den großen Dingen groß sein und in den kleinen Dingen klein. Ich will das nicht vertiefen, weil ich das erlernt habe in den 8 Jahren meiner Tätigkeit als Vorsitzender, der Abbau der Bürokratie in Europa. Und das wäre ein abendfüllendes Thema und will ich gar nicht, aber die Unterschiede, wie Gesetze verstanden werden, in Malmö oder in Porto, in Tallinn oder in Paris, das zeigt natürlich die unterschiedlich, trotz gesetzlicher Grundlage, die unterschiedliche Einfühlnahme in diese neuen Regelungen. Und meine Damen und Herren, deswegen, ich sage ganz offen, wir haben ein paar Probleme, die können wir nur europäisch lösen. Und wir werden hier vor einer ungeheuren Herausforderung sein. Dort, wo Europa einen echten Mehrwert hat und wo es seiner Verantwortung nicht gerecht wird, ist natürlich die Migrationsfrage, ist natürlich die Sicherheitsfrage. Wie sichern wir uns denn als Kontinent mit 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, wo sich die Welt völlig verändert, wo Putin und Erdogan über die Schicksal entscheiden und wir nur empört daneben stehen, wo sich sozusagen die Welt verändert im Dualismus zwischen Peking und Washington, mit Russland sozusagen. Und das sind alles Dinge, wo Europa, wenn es wirklich die Zukunft haben will, muss es in diesen großen Fragen einen weiteren Weg gehen. Und gegenwärtig reden wir alle, die Migrationsfrage kann nur durch Europa gelöst werden, aber Europa ist natürlich bisher nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Alle reden von den Außengrenzen, da soll alles entschieden werden. Und es soll durch Frontex entschieden werden. Aber gleichzeitig beschließen wir, ihr braucht zwar 10.000 neue Frontex-Beamte, aber vor 2027 ist das nicht möglich. Wir haben ein Dublin-Verfahren, das hinten und vorne nicht mehr in die Zeit hineinpasst. Das sind die Dinge, die gelöst werden müssen. Und wenn die nicht bei nächsten Problematiken, wenn die nicht gelöst werden, dann wird dieses Europa nicht den Bestand und nicht die Zukunft von uns haben, die wir unbedingt haben wollen. Und da ist natürlich jedes Land gefordert, Deutschland wie Ungarn, wie Polen, wie alle anderen. Und meine Damen und Herren, ich sage mal, die wichtigste, wenn man das alles, die Klimaschutzpolitik, die können wir alle natürlich nur europäisch lösen und natürlich dann als Europa sozusagen, als Europa der Industriestaaten vorangehen und natürlich dann die Situation sozusagen mit dem Beispiel, man kann eine Industriegesellschaft sozusagen zu einer ökologischen Gesellschaft umbauen. Das ist ja ein Riesenexperiment. Das muss uns gelingen, aber das ist natürlich ein ungeheurer Anspruch. Das kannst du nicht mit ein paar Demonstrationen lösen, sondern es ist eine sehr, sehr harte Antwort, weil natürlich die Länder auch sehr unterschiedlich dieses Problem einschätzen. Ich habe ja nur gehört, ihr habt ja jetzt Klimanotstand in Budapest.
hat der neue Oberbürgermeister, glaube ich, ausgerufen. Jetzt würde mich interessieren, was ist da jetzt die Folge? Wie wird das jetzt umgesetzt? Aufgrund eines Klimanotstands musst du ja den Notstand beseitigen. Du musst erst den Notstand erklären und dann musst du den Notstand herangehen. Also wenn du nur sagst, wir haben einen Notstand, wir haben Warnungen, ohne dass da irgendwas Essentielles geschieht, dann ist das natürlich für die Politik insgesamt schwierig. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich will das nochmal hier deutlich machen. Die wichtigste Aufgabe wird sein, Europa zusammenzuhalten. Dazu muss sie auch die kulturellen Unterschiede beachten, die kulturellen Eigenheiten Osteuropas berücksichtigen. Die kulturelle Situation in den osteuropäischen Ländern oder in den mitteleuropäischen Ländern, wie Sie das jetzt bezeichnen wollen, aber die neuen Länder, die 2004 hinzugekommen sind, habe natürlich eine andere Geschichte als die westeuropäischen Länder, eine andere Betroffenheit. Ich nehme mal Polen her, ein Land, meine sehr verehrten Damen und Herren, das dreifach geteilt worden ist, 1795, 98 und 99 und dann für 100 Jahre verschwunden war, das im Jahre 1918 nach dem Ersten Weltkrieg, nach über 100 Jahren seine Souveränität wiedergewonnen hat, dann eine schwierige Zeit erlebt hat mit Pidulski, dann der Überfall Hitlers, dann sozusagen 40 Jahre die kommunistische Diktatur, dann endlich sozusagen mit Solidarność am Beginn frei wird, sieht natürlich manche Eingriffe, die aufgrund des Europäischen Vertrages von der Kommission gemacht werden, ein bisschen anders als die freiheitlichen Staaten, nehmen wir mal Belgien, Holland, nehmen wir die Benelux-Staaten, nehmen wir natürlich Deutschland, auch Frankreich, nehmen wir das her. Und deswegen, dass, wenn ich hier sozusagen jetzt sage, Europa muss eine Weltmacht werden, um den Macron zu zitieren, dann muss ich die Brücken bauen, dass das sozusagen alle auch wollen und wissen, was da auf sie zukommt. Das sind die Herausforderungen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine gerade in ein paar Punkten, ich habe die Asyl- und Migrationspolitik angesprochen, braucht eine Umgestaltung. Sie braucht ein größeres Tempo. Die Außengrenzen müssen anders behandelt werden. Und ich kann nicht auf die Dauer sein, dass Erdogan, der heute hier ist, dass Erdogan im Grunde genommen zu seinen Zwecken Europa sozusagen bedroht oder unter Druck setzt. Er macht die Grenzen auf, das sagt er fast jeden Tag, er macht die Grenzen auf. Und natürlich, wenn da drei Millionen nach Europa kämen, wissen Sie, was da sozusagen in der Integration und überhaupt alles los ist, da müssen wir stärker werden. Ich kann, meine sehr verehrten Damen und Herren, und an Ungarn was zu sagen, den Vorschlag der Visegrad-Staaten von dem Gipfel 2016, also schon 3 Jahre her, als damals mehrheitlich beschlossen worden ist, eine flexible Solidarität zu fordern. Eine flexible Solidarität, und ich glaube, dass das sicherlich ein Lösungsansatz war und auch weiterhin ist, jeder Staat muss gleichwertig zum Gelingen der europäischen Asylpolitik beitragen, aber jeder auf seine Weise. Das kann nicht die Quote sein, haben wir ja gegenwärtig gerade die Verhandlungen im Europäischen Gerichtshof, Ungarn und Tschechien. Sie wissen, was ich meine, ich will das nicht näher ausführen. Unterschiedlich müssen wir das Problem in den Ländern herangehen, wenn wir es zu stark vereinheitlichen, erleben wir das. Wir beschließen eine Quote und die Quote wird natürlich von vielen Ländern nicht akzeptiert und sie wird auch durch das Gericht nicht herstellbar sein. Das sage ich Ihnen heute voraus. Das bedarf einer politischen Lösung in diesem Sinne, wie ich es angesprochen habe. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich, ich will das kurz ansprechen, weil das ein Thema ist, die man, Jean-Claude Juncker, es wird einer Satz der 5 Jahre seiner Kommission, glaube ich, eine Konsequenz fordern. Jean-Claude Juncker hat immer gesagt, Europa muss aufgrund der veränderten Lage weltpolitikfähig werden. Es hört sich noch
ein bisschen theoretisch an, aber das ist heute durch Macron natürlich hart formuliert worden. Natürlich der sofortige Widerspruch von Angela Merkel, das kann ich ja sagen, das wird eine heitere Diskussion jetzt werden. Aber es ist natürlich so, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir natürlich wissen, Macron hat heute gesagt auf dem Interview, glauben Sie denn noch an den Beistandspakt? Glauben Sie denn noch, dass die Amerikaner eingreifen, wenn die Grenze in Estland von den Russen tangiert wird? Und er sagt, er glaubt nicht daran. Müssen wir das vorstellen, was das bedeutet. Das heißt also, das Bündnis, das ist nicht ersetzbar, aber das Bündnis hat einen anderen Charakter durch die Vereinigten Staaten. Und die Europäer haben keine Schutzmacht mehr. Das heißt, wir werden über unsere Sicherheitsmaßnahmen selber entscheiden müssen. Der Ansatz, den jetzt erstmals die Verteidigungsministerin in Deutschland trifft, das heißt, wir müssen auch eine militärisch größere Verantwortung nehmen, wenn wir es ernst meinen, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Es reicht nicht aus, auf die Dauer nur empört zu sein. Wir sind Empörungsweltmeister, der deutsche Außenminister ist da sozusagen die Vollendung schlechthin. Der geht der ist immer empört, der ist besorgt, der ist getroffen. Aber was sind die Konsequenzen? Und das geht auf die Dauer nicht mehr, wenn wir in Europa unser Schicksal morgen und übermorgen selber in die Hand nehmen. Oder wollen wir, dass im Grunde genommen es weiterhin so passiert? Man muss sich das mal vorstellen, Europa, der stärkste Markt, den es überhaupt gibt, stärker als der chinesische und stärker als der amerikanische. Wir sind der größte Wirtschaftsmarkt der Erde. Und wer entscheidet sozusagen über ein zentrales Problem, was mit dem Zusammenhang mit Syrien zu entscheiden ist? Das entscheiden drei Leute, die alle natürlich keine solche demokratische Legitimation haben, wie wir sie erforderlich halten. Da sitzt Herr Putin, da sitzt Herr Khamenei oder Herr Rouhani, der Iraner, und da sitzt Erdogan. Und die entscheiden das. Und die setzen Fakten. Die setzen in der Krim Fakten, die setzen aber auch an der syrischen Grenze Fakten mit dem 30 Kilometer Streifen. Warum? Weil er eine Armee hat, die einmarschiert und die Kurden zwingt dazu, sich zurückzuziehen. Und wir sagen, das ist völkerrechtswidrig und das kann nicht sein. Dieses geht auf die Dauer nicht mehr. Bei aller Bedeutung der innenpolitischen Themen. Deswegen ist für mich das, was jetzt losgetreten wird durch den, in der Wortwahl, radikal von Macron, und das ist ja nicht irgendjemand, ich meine, das ist sozusagen auch in der Zeit, das muss man ja sehen, der französische Staatspräsident ist jung und dynamisch, der ist, weiß ich nicht, 41 oder 42 Jahre, der geht in seine neue Wahl und da geht davon aus, und ich hoffe das ja auch, dass Le Pen das wieder nicht schafft, aber es wird wieder die große Herausforderung sein. Und dann steht der sozusagen nach einer Wiederwahl und Angela Merkel ist dann nicht mehr da und Deutschland weiß noch nicht, wer ihr nachfolgt mit all den Dingen. Das heißt, er ist sicherlich der bestimmende Faktor auch in der europäischen Politik und insoweit hat das natürlich schon eine enorme Bedeutung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute und an diesem Abend, das mache ich ganz bewusst, die ungarische Regierung und Viktor Orban, ich werde ihm das morgen auch selber sagen, von zwei ganz besonderen politischen Persönlichkeiten aus Bayern grüßen. Das ist zum einen ein herzlicher Gruß von Markus Söder, der sich mit mir über die hohe Auszeichnung, dass ich morgen bekommen werde, das große Verdienstkreuz des ungarischen Staates, gefreut hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, genauso hat sich Manfred Weber gefreut. Und beide haben mir natürlich auch eine Botschaft für Viktor Orban mitgegeben. Und wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Schwierigkeiten im Verhältnis überwunden werden, und sie müssen überwunden werden, weil wir ganz andere Aufgaben haben, ich habe es gerade angesprochen, dann hoffe ich, dass wir das so hinbekommen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
es sind immer historische Daten, an die man sich, wenn man sie erlebt hat, erinnert. Wir müssen natürlich wissen, der 9. November, der Beginn der Wiedervereinigung Europas, ist fast der Hälfte der Menschen nicht mehr so bewusst wie meiner Generation oder auch der nachfolgenden Generation. Das ist 30 Jahre her. Wenn heute jemand 40 ist in Deutschland, dann hat er das nur noch als Kind erlebt. Wenn ich heute unbeschwert in eine Abiturklasse gehe und dann kommt die Diskussion auf die neuen Länder in Deutschland, die 5 neuen Bundesländer, dann sagen mir die jungen Leute, was in neue Länder? Das heißt, ich muss denen dann ausholen, das kannst du gar nicht mehr voraussetzen, dass die wissen, warum Sachsen einen anderen Staat, also als neues Land gesehen wird und Bayern als altes Land. Dass die Bundesrepublik Deutschland sich sozusagen ja 1990 völlig verändert hat und damit natürlich auch Europa. Und deswegen sage ich Ihnen zum Abschluss, wir Deutsche und ich im Besonderen werden die Grenzöffnung im Sommer 89 den Ungarn nie vergessen und ihnen dafür immer auch einen besonderen Ehrenplatz in unserer Geschichte einräumen. Das ist keine Frage, auch bei allen Auseinandersetzungen. Helmut Kohl hat ja mal gesagt, die europäische Einheit ist auf ungarischem Boden begonnen worden oder eine entscheidende Weichenstellung. Das, glaube ich, gilt für uns alle. Und ich darf Sie schon ein bisschen, so ist es noch nicht, dass Helmut Kohl in Deutschland vergessen ist. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich habe mich in meinem Leben unendlich mit ihm auseinandergesetzt. Aber zwei Dinge gehen mit ihm nach Hause. Und die gehen mit allen dann nach Hause. Das ist die deutsche Wiedervereinigung und das ist die europäische Entwicklung. Beides hängt zusammen. Ohne die europäische Entwicklung, ohne das Vertrauen in den Mann aus der Pfalz, wäre es nicht möglich gewesen. Und auch in der Geschichte war der Zeitraum nicht zu lange. 91 waren, 90 waren die Amerikaner bereits belastet mit dem Einmarsch der Iraker in Kuwait. In dem Moment, wo ein weltpolitisches Ereignis damals in dieser Art passiert ist, hat sich natürlich die amerikanische Politik und die Administration auf dieses Thema konzentriert. In der Zeit des Mauerballes, in der Zeit danach, gab es Gott sei Dank kein anderes weltpolitisches Ereignis. Und deswegen hatte man nicht endlos Zeit. Wenn Helmut Kohl hier jetzt endlos hätte diskutieren lassen, dann würde man bei der Lust der Deutschen an der Diskussion heute vielleicht noch diskutieren, aber wir hätten die Einheit nicht. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön, Respekt an die Ungarn, danke für die Einladung und danke, wenn ich jetzt nach dieser langen Diskussion, die Sie heute schon nochmal aus meiner Sicht und ein bisschen aus der persönlichen Sicht das dargelegt habe. Aber es war mir ein ganz besonderes Anliegen, heute, Martin, bei eurer Veranstaltung der Hans-Seidel-Stiftung mit vielen anderen Partnern zusammen, da selber da zu sein, als jemand, der das alles erlebt und ein bisschen auch bereits mitgestalten durfte. Und deswegen hoffe ich auch auf morgen gute Gespräche mit der ungarischen Regierung und dann, dass sich sozusagen das eine oder andere vielleicht entspannen könnte. Herzlichen Dank habe ich an Sie alle. Dankeschön.
Herr Ministerpräsident, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Worte, dieser unglaubliche Bogen, was Sie geschlagen haben, von der persönlichen Erfahrung durch tagespolitische Themen zurück in die Geschichte und eine so wirklich tragende Schlussfolgerung. Das ist, ich sage schon gar nicht, nach einer so langen Reise einfach atemberaubend. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, dass der Vortrag des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten diesen heutigen Tag wirklich abgerundet hat. Ich darf vielleicht noch so viel hinzufügen, dass Helmut Kohl ehemals gesagt hat, dass die deutsche Einheit auf ungarischem Boden gewachsen ist. 1862 hat József Eötvös auch gesagt, dass die Grundvoraussetzung der Freiheit Ungarns die deutsche Einheit sei. Das ist eine komplett andere historische Situation gewesen, aber ich denke, über die Jahrhunderte hinweg sollte das Historische aufeinander angewiesen sein, dadurch hervorragend verdeutlicht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, glücklicherweise geht es nicht nur darum, hierzulande Schneebälle zu frittieren, wie es Franz Josef Strauß gesagt hat, sondern es gibt auch anderes. Damit will ich nur gesagt haben, dass wir einen kleinen Empfang vorbereitet haben im zweiten Obergeschoss im Srinyi-Saal. Dort sind Sie auch herzlich willkommen und morgen Vormittag geht es um 10 Uhr mit der Tagung weiter mit weiteren hervorragenden Referenten. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und Sie sind morgen genauso herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.